dein neuer Pulli, Stenitschka, was? Mhm. Was haben wir denn da Schönes? Das sehen Sie doch. Ach, das ist Spiritus, was? Mhm. Nein, türkischer Honig. Ihr seid mir dafür verantwortlich, Jungs. Und wenn nur eine Büchse verloren geht, dann gnade euch Gott. Guten Tag. Sie kennen sich? Flüchtig von sehen. Also passen Sie auf, Herr Lischka. Wir brauchen reinen Spiritus. Und zwar jede Menge. Schon wieder? Und was ist, wenn es platzt? Sie tun ja, als ob Sie das zum ersten Mal machen. Außerdem besorgt ihr uns einwandfreie Papiere. Aber Sie müssen sich beeilen, bevor der neue Direktor die Lagerbestände kontrolliert. Was? Wir haben einen neuen Direktor? Ich bin Fandischek Lischka, Herr Schwarz. Es geht um den Spiritus. Wir müssen ihn heute noch rausbringen. Semanek hat die Papiere. Sie wissen doch Bescheid. Gewiss, gewiss. Aber wir machen das morgen. Heute ist hier Kontrolle. Der neue Direktor. Mit dem werden wir auch noch fertig. Das sind die Genossen von der Kriminalpolizei. Jesus Maria. Im Namen der Republik. Herzlich willkommen in der Freiheit. Ach, herrje. Na? Was machen Sie denn hier? Oh, habe ich Ihnen nicht versprochen, ich kümmere mich um Sie, meine Herren. Also, das ist Herr Mlejnek. Na, alles gut überstanden. Herr Lischka, Herr Semanek, Dozent Mlejnek. Mlejnek, sehr erfreut. Wenn Sie einverstanden sind, ich hätte da eine hochinteressante Arbeit für Sie. Wie ich höre, haben Sie sehr geschickte Hände. Dieses Gerät ist also einmalig auf dem internationalen Markt. Ja, vorläufig. Schon bald werden es mehr sein. Übrigens, Sie können gleich am Versuch beiwohnen. Hier sehen Sie, junger Mann, diese Kuh ist eine ehemalige Rekordhalterin. Sie hat täglich so etwa ihre 20, 30 Liter gegeben. Inzwischen ist sie überaltert und lag mit ihrer Milchmenge weit unter dem Durchschnitt. Aber unser Regenerationsgerät R190 hat sie um 10 Jahre verjüngt. Und heute gibt sie mehr Milch als je zuvor. Herr Professor, mir scheint, Sie haben den Beschleuniger nicht abgeschaltet. Netto Schielchen, das Zeug stinkt fürchterlich. Ja. Wie vergammelter Olmützer Käse stinkt es. Es ist vergammelter Olmützer Käse. Mit Olmützer Käse, gnädige Frau, haben wir unsere besten Erfolge. Sehen Sie, Lischka, einen Ziegel klauen oder eine Flasche Spiritus, das ist keine Kunst, das kann jeder Hormoxe. Aber wir klauen eine Idee. Eine internationale Idee. Na ja, aber uns ist der Spatz in der Hand lieber als die Taube auf dem Dach. Ja. Mensch, Lischka, was glauben Sie, was das für ein Geschäft wird, wenn die reichen Weiber aus der ganzen Welt zu uns kommen und sich von uns umpolen lassen? Ja, schon, aber... Aber damit Sie sehen, dass ich kein Schotte bin. Ein Vorschuss. Mein Gott, Fanda, du hast wohl das Große Los gewonnen. Das ist ja... Was hast du bloß alles gekauft? Wo habe ich meine Brille? Hast ganz schön in die Tasche gegriffen, was? Man kann den Kindern ja mal eine Freude machen, wenn man eine Prämie kriegt. Einsame Spitze. Gib den Cognac her. Du hast gesagt, den Kindern. Was quatschst du erst so im Blödsinn? Mirek, wie sprichst du denn mit deinem Vater? Signora. Ganz passabel. Sehen Sie nach, was da passiert ist. Caramba, da hinten. Helfen Sie uns doch mal. Da pardon, sind Sie. Pardon. Moment, gleich haben wir es. Oh je, der Rock. Vorsicht, Signora. Teufel noch mal, warum hilft mir denn niemand? Nun tun Sie doch endlich was. Moment, Verzeihung. Das ist ein Patent? Skandal ist das. Morgen beginnen wir mit einem Gerät zu arbeiten, das eine unerhörte Regenerierung bewirkt. Es scheint, hier in Prag wird so ziemlich alles regeneriert. Immerhin, unser Gerät würde Sie um einige Jährchen jünger machen. Oh, damit will ich natürlich nicht sagen, dass Sie das nötig haben. Sie sehen fabelhaft aus. Bitte? Was gibt's denn alles? Nick, Chatham, was heißt das? Lanchester. Vielleicht ist besser, wenn Sie uns was empfehlen. Da hätten wir Schwechuschu oder vielleicht Huhn Kung Pao
Und sehr zu empfehlen wäre auch Carciofi alla Bolognese. Das sind mit Fleisch gefüllte Artischocken. Sie nicht was Vernünftiges zu essen, was man kennt, was Volkstümliches. Wie wäre es mit Spinat? Mit Kartoffelknödeln selbstverständlich und Spitzbein. Kinder, aufstehen! Jesus! Junge! Lass mich schlafen, bist du wahnsinnig? Fanusz, du? Was ist denn? Das bist du? Was ist denn mit dir? Wie siehst du denn aus? Bist du verrückt? Dir ist wohl... Ich hab was mit Namen. Die sind auf einmal so klein. Du bist geschrumpft, Fanusz. Hör auf mit dem Quatsch. Der Pyjama ist ausgeleiert. Oh Gott, Fanusz. Um Himmels Willen, was machen wir denn bloß? Was geht hier vor? Wer ist das? Wer soll das schon sein? Und das ist Fanusz, Vater. Hört das denn nie auf? Kinderarzt. Ja, ist gut. Bestell ich ihm. Zum Kinderarzt muss er? Naja, wenn man Kinder hat. Was ist denn? Ich soll dir... Das war wohl Lischka, was? Das ist doch nicht... Ja, da! Warum brüllst du so? Ich habe ihn schon... Klopfen Sie gefälligst an, wenn Sie reinkommen. Armes, unschuldiges Kind. Sie sollten sich was schämen, Fräulein Wilma. So stark gehört, ich bin er!